Wenn wir in die nächste Phase unserer Reise eintreten, sollten wir in Erwägung ziehen, die Energien des Überflusses zu harmonisieren und uns bewusst zu machen, dass wir es verdienen und bereit sind, Wohlstand in allen Bereichen unseres Lebens zu empfangen. Dabei ist es wichtig, Dankbarkeit zu praktizieren und ein Magnet für Wohlstand zu sein, indem wir Positivität anziehen. Es ist entscheidend, daran zu denken, dass wir letztendlich diejenigen sind, die unser eigenes Schicksal gestalten. Keine Technik oder Lehre kann die Macht unserer täglichen Handlungen und Entscheidungen ersetzen. Geld allein definiert unser finanzielles Leben nicht. Wir sind diejenigen, die durch unsere Entscheidungen und Einstellungen die Richtung bestimmen, in die sich unsere Finanzen und unser Leben entwickeln. Die Praxis der Dankbarkeit, positive Visualisierungen und Wohlstandsaffirmationen, kombiniert mit einer energetisierten Umgebung, sind kraftvolle Werkzeuge, um Wege zu öffnen und Chancen zu schaffen. Doch sie müssen von einer proaktiven, entschlossenen Haltung, Freundlichkeit und einem offenen Herzen begleitet werden. Wir sind diejenigen, die den Weg beschreiten, Herausforderungen meistern, Hindernisse überwinden und Entscheidungen treffen, die unseren Erfolg im Leben direkt beeinflussen. Wohlstand ist nicht nur etwas, das wir anziehen, sondern etwas, das wir mit Hingabe, Disziplin und Mut aufbauen. Positiv zu schwingen und ein Füllebewusstsein aufrechtzuerhalten, sind wesentlich, doch es ist die Handlung, die diese Schwingungen in reale Ergebnisse umsetzt. Ob durch harte Arbeit, ständiges Lernen oder das Ergreifen neuer Chancen, es sind unsere Entscheidungen, die bestimmen, ob wir den Wohlstand erreichen, den wir uns wünschen. Jede kleine Entscheidung, von der Frage, wie wir unsere Zeit und unser Geld investieren, bis hin zu unserer Reaktion auf Herausforderungen, trägt zur Gestaltung unseres Schicksals bei. Praktiziere Dankbarkeit, halte deine Schwingungen hoch, aber vor allem, nimm die Zügel deines Schicksals fest in die Hand. Wenn wir diese Lehren anwenden, sollten wir uns daran erinnern, dass wir die Hauptarchitekten unserer Zukunft sind. Sei die treibende Kraft hinter deinem Erfolg und denke daran, dass die Macht, ein wohlhabendes Leben zu erschaffen, in deinen Händen liegt. Nur wir können den Weg beschreiten, der zu wahrer Fülle in jeder Hinsicht führt. Kleine Veränderungen können einen erheblichen und tiefgreifenden Einfluss auf unser Leben haben. Durch die Umsetzung dieser Praktiken werden wir eine Veränderung im Fluss unseres Lebens bemerken. Ich freue mich wirklich darauf zu sehen, was unsere Zukunft, sowohl individuell als auch kollektiv, für uns bereithält. Sei freundlich und achte aufeinander.